Lexi, wenn wir auf dem Dach lang gehen. So. Lexi und ich, wir sind hier nur noch die Einzelkämpfer im Moment. Harry haben wir in den Urlaub entlassen. Die Pilze anschwitzen, den Spargel blanchieren, die Zwiebeln anbraten, bis sie glasig sind. Natürlich, wir haben nichts von alledem. Also werden wir einfach essen, was da ist. Na gut, gibt's nur Kartoffeln jetzt. Aber genial gemacht. Ne? Ich finde die Dialoge, also sehr schöne Dialoge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag mal, wenn man ein bisschen länger trainiert, Lexi, dann kriegt man das alles auch auf die Reihe. Guck mal, da kriegen wir sogar für uns extra ein Fenster offen gelassen. Ne? Das finde ich gut. Hier war ich schon drin, Lexi. Noch nicht, die Schränke sind noch voll. Auch das immer zum Verkaufen, weißt du? Oh, hier liegt ein wunderschönes Boxspringbett. Hast du Probleme, Lexi? Nee, du musst dich an die Gegner, wenn sie halt schlafen, immer schön ranschleichen von hinten und dann so einen heimlichen Angriff machen. Lass mich frei und ich werde kein Wort sagen. Wir sind also schon mal im Questbereich, Lexi. Guten Tag. Der Nexus ist wieder mal aufgewacht. Hier ist noch ein Schrank zu, den hast du noch nicht aufgemacht, ne? Ehrlich? Geh wieder. Nee, da war ich auch noch nicht. Das stimmt. Sie was. Über uns noch irgendwie Zeug, ja. Könnte ich sie wahrscheinlich bald um. Wie bitte? Die wahrscheinlich bald um. Wieso ziehst du? Ziehst um? Ja. Von der Wohnung zum Haus. Na, das ist doch cool. Hab denn extra auch noch eine eigene Etage für mich? Das ist aber schön. Ich mach mir jetzt einfach was zu essen. Ja, mach dir mal was zu essen, Dominik. Schön, dass du da bist. Ich hab heute Abend noch nichts gegessen. Nö, ist okay. Weil es so warm war. Aber schön, dass du dabei bist, Dominik. Ja, Lexi, so soll mein Badezimmer in Zukunft aussehen, weißt du? Aha. Einen großen, kaputten Spiegel. Ach, herrlich. Ich mag diese Spiele. Ja, das ist quasi. Na? Hier kommt einer um die Ecke, warte, da ist einer. Oh, das hat er nicht. Das ist quasi bei Dead Island verhält sich das genauso. Ne? Dead Island sagt mir jetzt gar nichts. Aha, okay. Mhm. Umschleichen, looten, Zombies schnitzeln. Lexi, das mit dem Schleichen, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich jetzt gerade. Jetzt weiß ich auch, warum du mit Tori im Krankenhaus so viele Probleme hattest. Ja, ja. Weil da musste man eigentlich nur durchschleichen. Aber du kennst mich doch, Lexi. Ich und Schleichen. Ja.
Aber komm, Lexi, wir kennen uns lange genug. Du kennst mich doch. Quincy, schleichen. Hallo? Wir gehen mal zur nächsten Etage. Hä? Ah, hier ist noch ein Tunnel zum Durchkriechen. Hier, guck mal. Das ist so genial gemacht, ne? Okay, da hoch. Obwohl, hier ist auch schon wieder ein Loch in der Wand, wo man durchkriechen kann. Ah ne, hier ist bloß ein Zimmer ohne, bloß ein offenes Fenster. Hm. Hier ist nur ein Zimmer ohne, ne? Zimmer ohne Tür. Hier ist aber schon wieder UV-Licht, das heißt, hier ist ein Lager. Hallo? Ja? Hallo? Du schon wieder? Ja, ich bin es. Pass auf, Lexi. Jetzt Dialog. Wie hast du meine Geheimtür gefunden? Das nennst du eine Geheimtür? Sollte es sein, ja. Du hast Pech, Kumpel. Ich weiß immer noch gar nichts über irgendwas. Dodger schickt mich. Dodger? Was? Ach, ich soll Sayonara sagen. Hilft das? Na gut. Scheiße. Der hat einen schönen Haarschnitt, so? Lexi. Dodger will wissen, wo seine Bestellung bleibt. Denke ich mir. Siehst du? Kaputtes Bein. Deshalb habe ich Dodgers Bestellung nicht. Brauchst du Hilfe? Nee. Warte. Geh nicht zu ihm zurück, wenn er erfährt, dass ich das vermasselt habe. Bin ich hier geliefert, Mann? Was soll ich ihm also sagen? Weiß nicht. Ihm ist das scheißegal. Er denkt, ich verarsche ihn. Hey, kannst du für mich gehen? Schau dir einfach das Lager an. Klar. In der Tiefgarage in der St. Joseph Straße. Ja, mach ich das. Steig über den Zaun vor dem Massagesalon. Geh ins Gebäude und kletter dann den Aufzugsschacht runter. Langsam, langsam. Wenn ich dir helfe, wonach suche ich überhaupt? GRE-Container. Jedenfalls laut der Gerüchte, die Deutsche aufgeschnappt hat. Dort gab's mal ein Militärlager. Wurde in den letzten Tagen des Ausbruchs errichtet. Und wo Militär ist, da ist meistens auch irgendwo ein vollgestopftes Lager mit Vorräten. Was für Vorräte? Bin nicht sicher. Aber normalerweise gute Sachen von vor dem Ausbruch. Fürs Militär gab's immer nur vom Feinsten. Medizin, Alkohol, all sowas. Kein Wunder, dass Dodger die Lieferung unbedingt haben will. Ja, hier. Nimm die Knaller hier und probier's, okay? Nimm die Knaller hier und probier's. Das ist ja wohl der Hammer. Oh. Wer nice. Ein großer Fan, Täuschkörper. Aber ich bin raus aus dem Rennen. Buchstäblich. Okay. Naja, warte mal, was mit deinem Bein passiert? Sag mir was über die. Warum arbeitest du für Dodge? Okay, hier. Was ist mit deinem Bein passiert? Wurde von Banditen überfallen, als ich mich dem Ort näherte. Bin gerade noch mal so davongekommen. Wenn du das nicht machst, bringt Dodger mich um. Okay, warum arbeitest du für Dodger? Warum arbeitest du für Dodger? Ernsthaft jetzt? Aus demselben Grund wie du. Wenn man überleben will, muss man tun, was zu tun ist. Dodger verrät mir, wo ich was Wertvolles finden könnte, und dann gehe ich dahin. Wenn ich was Wertvolles finde, kriege ich einen Anteil. Ein ganz klein, ein Quäntchen. Du weißt ja, was für arschgeier Typen wie Dodger sind. Ja. Kaum genug zum Leben. Aber besser als nichts, schätze ich. Das Schlimmste ist, wenn Dodger mir einen falschen Tipp gibt. Dann kriege ich einen Scheißdreck. Das kam schon mehr als einmal vor. Dodger ist das natürlich scheißegal. Er hat eine Menge Leute wie ich, die für ihn arbeiten. Sag mir was über die Basis, genau. Also, ist das hier eine Militärbasis? Ja, sind überall aus dem Boden geschossen, als der Ausbruch begann. Was die ja Basis hat einen militärischen und einen zivilen Teil. Die guten Sachen sind im militärischen. Im zivilen gibt's wahrscheinlich mehr Infizierte als Beute. Such nach dem militärischen Eingang, da machst du nichts falsch. Okay. Wenn du drin bist, sei vorsichtig. Es wird nicht einfach, in den Lagerraum zu kommen. Meistens gibt's da auch Generatoren. Die musst du finden, um die UV-Lampen anzuschmeißen. Hilf gegen die Beißer, die dort ziemlich sicher rumstreuen. Na, Lexi, da haben wir aber wieder ordentlich was zu tun. So, ich bin bald zurück. Gut, ich bin bald zurück. Danke, damit rettest du mir den Arsch, Kumpel. Aber ich würde auf die Nacht warten, wenn du dahin gehst. Jetzt sind beide Zonen wahrscheinlich randvoll mit Infizierten. Danke für den Tipp. Ich würde auf die Nacht warten. Das heißt, wir machen das in der Nacht. Dass ich hier in der Scheiße stecke, aber kannst du dich bitte beeilen?
Wollen wir schon mal Lucky Lucky machen gehen oder lieber noch nicht? Ach doch, komm, wir können ja schon mal ein bisschen was sammeln hier. Hey, was? Ach. Ey, halt! Mein Loot! Nee, vom Dach schmeißen, wollte gerade sagen, wir wollen da looten. Mein Loot! Mehl! Wer singt denn da? Nice! Hier! Hier wäre so ein Lagerfeuer, ey. Na, ist doch cool. Meine Kindheit voll Schmerz. Das Dach war mein Heim. Die Welt, sie zerbrach. Wir holen uns erstmal. Wir müssen auf die Nacht warten, Alexi. 8 Stunden. Genau, dafür müssen wir irgendwo schlafen gehen. Da müssen wir uns was suchen. Ja, das dauert zu lange hier. Oder wir gehen schon mal gucken in die Gegend auskundschaften. Machen wir. Mein Freund, ein Plünderer, die darf so sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das mit den Gesängen, das finde ich genial. Freund hat deinen Channel. Hallo Achim! Ja, alle da, jetzt spielt er wieder. Die Sonne scheint aber noch nicht mehr. Achim, schön, dass du da bist. Hallo, sei gegrüßt, Achim. Hallo. Wir spielen dein Like, das hast du ja nicht, ne? Mein Glück. Ach Mensch, Achim. Ja Mensch, da bist du ja noch reingekommen, das finde ich cool trotzdem. Mal gucken, was ihr so macht, ne? Alles gut bei dir? Ja. Schön. Was ansonsten steht, haben wir alles. Ach nee, haben wir. Das glaube ich dir, Achim. Also heute habe ich auch gedacht. Also 30, Achim, 30 Grad bis ungefähr 19 Uhr. Ja, haben wir mehr gehabt hier in Berlin. Ja? Das ist auch nicht Wahnsinn, ne? Ja. Und im Schatten waren 32, 33, ja. So. Ja, ist im Sommer, ne? Ist eben Sommer, wollte ich gerade sagen, Achim. Kann man nicht machen. Aber schön, dass du nochmal reinschaust. Jo. Ja, Lexi und ich, wir streamen hier alleine. Harry ist schon raus, weil er ja morgen wieder los muss, ne? Ja, hat schon Bäume gesägt, wa? Nö, nein, heute muss ich sagen, hat er bis zum Schluss durchgehalten. Aha. Ja. Ja, mal gucken, wo wir noch hier ein bisschen rinhopsen. Lexi, wir müssen in westliche Richtung. Das ist auf der anderen Seite von östlich. Das ist korrekt, Achim. Dass du noch mal reinguckst, das freut mich richtig. Das ist ich schön. Ich glaube, Kisten in den Haus, sehe ich gerade. Oh, wir müssen erstmal kämpfen. Aber ich habe gerade. Der Ton ist weg. Wie bitte? Der Ton war ja weg. Ach nee, ihr seid noch da. Achim wieder. Nee, wir waren gerade eben, weil wir mit Gegnern gekämpft hatten, haben wir gerade eben. Oh ja. Ja, mal was leichtes. Mal gucken, was hier bei 76 los ist. Ja, mach das mal, Achim. Ah, oh, ich finde das cool, dass du hier reingehst. Ich freue mich richtig. Das merkst du aber auch, ne? Aber schön. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm mal eine Etage tiefer, hier geht's noch das rein. Das machen wir, Lexi. Also Lexi! Warte, ich habe noch eine Kiste gefunden. Mhm. Da gibt es auch Kisten, ja, das ist ja schön. Ja, das ist schön, Achim. Ich find das ja, stimmt, gut. Hier ist noch eine Kiste. Oh Mensch, Achim, cool. Klasse. Na, da werden wir mal etwas Fenster klappen. Was haben wir jetzt? 21? Ich werde gleich mal gucken. Also die Heizmaschine, der Computer hängt bei dem auch ganz schön dran. Sag mal, Achim, mal ganz, wir sind zwar im Livestream, aber das kann man ja mal so ein bisschen so behandeln. War das Original, was du geschickt hast, war das live, ja? Also das war wirklich. Ja. Das ist der Wahnsinn, Achim. Also jetzt mal so. 130.000 waren da. Gott, oh Gott.
Meine Fresse. Ich natürlich nicht. War ich nein, ist klar, Achim, aber trotzdem. Obwohl, Ältere dürfen auch hin, können auch hin. Ja, ist auch okay, Achim. Aber Ältere, wir sind ja nicht älter, Achim. Wir sind ja jünger als älter, wenn wir, ne? Du weißt ja. Genau, die Älteren sind ja da, wo immer die hübschen Bilder da. Genau, Achim, genau. Ich sag den Namen, ne? Also. Genau. Ich feiere das gerade. Nee, Achim, Mensch, ehrlich. Schön. Siehst du, Lexi? Die Fallout Legends, ein geiles Team. Stimmt's? Eben. Immer noch. Und immer weiter. So, nee, wir sind hier bloß ein wenig konzentriert, Achim. Und ich erzähle dir nach dem Livestream. Ja, mach das. Ja. Oh, hier ein Radio, Lexi. Guck mal hier. Tür ist zugeschlossen, die geht nicht auf. Nein! Der den Gebrüsel. Ne, geht nicht. Ich kann hier nicht anklicken, das Schloss. Warum eigentlich nicht? Du kannst nur ran und. Aber ich dachte mit Dietrich vielleicht. Oder gibt es einen anderen Eingang zu der anderen Seite? Lexi, das mit dem Klettern, das war aber cool, dass du mir das gezeigt hast, muss ich ehrlich gestehen. Ja, die richtigen Tasten immer finden. Ja, na, Lexi hat das drauf. Hallo, dann gehen wir weiter. Ja, Lexi ist ja unser Fummelmeister, ja, der fummelt und macht. Und der will das ja auch fertig kriechen, ne? Ja. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ganz froh. Ja, Lexi, ich habe nichts gefunden hier. Na ja, komm, geh mal weiter. Komm mal zu mir, hier können wir über die Straße gehen. Aber du bist immer da, wo sich alle gruseln, Lexi. Oh nein! Nee, geh lieber um kurz raus aufs Dach und. Hemmstoffbehälter erkannt, Lexi. Ja, irgendwo hier muss einer sein. Hier oben ist wieder Honig im Dach. Ich müsste erstmal hochkommen, Lexi. Na, Leute. Na, ist er hier nicht, Achim? Nee. Du musst also an die Mauer hochkrabbeln. Ja, mal gucken, wo ich hier hoch. Ja, das sieht schon ganz gut aus, Achim, ich hab's geschafft. So wie Batman oder Spider-Man, ne? Uah, hab ich ihn runtergestürzt. Ich bin fast selber zu Tode gekommen. Boah, nee. Aber wo ist der Hemmstoffbehälter, Lexi? Hast du ihn gefunden? Lexi, ich bin da. Nee, noch nicht, das kommt noch. Oh, Honig. Pilze. Loot. Kann ich schon was herstellen? Kamille? Stimmt, ich schau mal nach. Du, kann ich schon weit höhere Schritte? Oder nicht? Fertigkeiten, Fertigung. So, mal gucken, ob ich schon was herstellen kann. Oh ja, doch. So, warte, jetzt wird es immer kürzer. 34 Meter. Jetzt wird es wieder weiter weg. Hier quasi genau unter uns muss der Behälter irgendwo sein, in dem Gebäude. So, ich habe jetzt hier erstmal, warte mal, Moment, schaue ich mal, sechsmal Heal Packs habe ich hergestellt, das ist sehr gut. Wo bist du, Lexi? Ja, das hier ist Lexi. Zombies drin, müssen wir erstmal schleichen. Na, Lexi, du kennst mich doch. Verdammt. Müssen wir erstmal schleichen.
Aber wieder ordentlich Dinge zu verkaufen, Lexi. Gibt es irgendwie noch Kisten? Ach, hier, Schubfach. Du machst auf und ich schnell. Schnapp, 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 weg. Oh, der Behälter? Ja. Hier, 28 Meter. Der scheint wohl in dem Gebäude hier drüben zu sein. Hier wird es immer näher. Nee, jetzt geht's weiter weg wieder. Ich habe hier wieder in Nachtlager hier. Komm, mach mal einen Generator rein. Ja, genau. Ja, los, los, komm! Nightrunner versteckt gefunden. Hier könnten wir auch für die Nacht schlafen schon, wenn wir beginnen. Ja. Wir haben es jetzt noch 50 Meter bis zu dem Ziel. Drüben ist noch Honig, guck mal. Na gut. Ah ja, verdammt, ich mache mir morgen. Stoffbehälter erkannt. Oh, verdammt. So früh am Morgen. Lexi ist da. Kein Jazzgnome in der Nähe. Ach Mensch, Achim. So, genau unter mir ist ja irgendwie ein Bereichseingang. Da geht es bestimmt dort rein, wo die Kiste ist, dann der Behälter. Ja, hoffentlich. Also auch mit so einem Schlüssel, da kommst du nicht rein. Nee, nee. Das denke ich doch. Egal. Ich glaub, ja. Und dort unten geht es in den Laden wieder rein, unter mir auf der Straße. Wo müssen wir jetzt hin? Da, wo es Fragezeichen ist? Unbekannter Ort oder wo ist das? Nee, der Questmarker eigentlich. Hier ist nur ein Bereichseingang unter dem Mund. Da ist in... Ja, wir wollen ja diesen Hemmstoff haben. Da müssten wir... Wir gehen erstmal hier rüber. Ich will erstmal gucken. Genau, hier ist eine offene Tür. Offenes Fenster, da drüben geht's rein. Und genau unter dir ist ein offenes Fenster in der ersten Etage. Dort kann man in dieses, in den Bereich rein. Unter mir? Ja, komm hier rüber zu mir, dann siehst du das. Das ist ja das Drachen. Du musst hier runterfallen. Okay. Oh, verdammt, Lexi. Vorne ist ein Bus. Ja, ich, ich weiß gar nicht, sehe gar nicht durch hier. Einfach hinterher. Oh, hier sind so viele Zombies, Lexi. Quatsch, Achim, verdammt. Siehst du da in dem Haus das kaputte Fenster? Nein. Warte, ich kletter mal rein, dann wirst du sehen. Hier, das hier. Jetzt. Hier muss die Kiste irgendwo sein. Achtung, den Schleichen jetzt. Ich will jetzt nicht mit Zombies kämpfen. Von hinten kannst du den Schleichangriff machen. Da musst du von hinten an ihn rangehen. Ja,
Hier seht ihr viele Kisten, viele Rucksäcke. Ja, ich bin gerade beim Sammeln. Ja, Lexi, das ist der Grund, warum das Spaß macht, wenn wir zusammen spielen. Ich bin schon wieder bei 25 Minuten. Ist das eine Sauna oder eine Umkleide? Ich weiß gar nicht. Ja, ein Kraftsportstudio ist das. Ach, das ist ein Grusel-Horrorspiel, sag ich dir, mit Zombies. Oh, da würde ich ja Angst kriegen. Das sag ich dir da. Da gibt's einen Arnold mit so einem Wichtel, da ist viel lustiger. Ja, ach, da spielst du jetzt gerade? Nein, nein, nein. Hab ich du bist bei F76 drin, ja? Oh, ja, jetzt, ja. Ja. Bei F76, jawohl, Wolski. Oh, auf der Straße draußen sind Jäger. Mal aufbauen. Das dachte ich mir schon. Wie kommt man jetzt in eine andere Etage? Ach, hier ist das Treppenhaus. Gut. Über uns sind noch Rucksäcke und unter uns. Ich hab noch eine Minute 40, bevor ich meine Virusprobleme mache. So, schlimm. Ja, dann verändert man sich. Ich hab aber UV-Zauberpilze. Negativ. Ich hab ich auch noch. Wo ist hier los? Ja, ich wollte gerade sagen, das sah aus wie Minen. Der Mist. Hier ist noch eine Mine, links. Ah ja. Ja, mehrere. Meri-Riri. So wie scheint, gibt es hier oben nicht mehr. Da kann man wieder runtergehen. Oh, ist... Ich glaube, es läuft gerade in die Etage tiefer in irgendwas Monster. Oh je, ich habe noch 50 Sekunden, was mache ich denn jetzt? Nein, Leute, auch Pilze, Lexi. Wir müssen den UV-Licht erstmal. Genau. Da hilft nur, warte mal, wenn man so ein helles, ja, hier hinten ist UV-Licht, 30 Meter. Ja. Lexi ist hier völlig verrückt. Der nee, hier ist Lexi, wo denn? Das ist nicht gut. Stell dich nicht so an, Digga. Oh, das ist genau unter uns. Wir müssen hier ins Haus irgendwie rein. Wo geht's denn hier rein? Hier, F drücken. Kann nicht in der Nacht geöffnet werden. Ah, toll, so ein Versteck hier. Geh hoch, Junge! Geh hoch! Ah!
Ja, Lexi, das war's. Und liebe Freunde,